Aber du magst doch kein Karamell, Henry. Nein, weil mir das Zeug immer in den Zähnen hängen bleibt. Aber vielleicht bleibt dir ein Zahn am Karamell hängen. Ach so, ganz schön schlau. Und, funktioniert es? Ich kann den Mund nicht mehr aufmachen. Hilf mir! Was? Oh, hilf mir. Klar. Okay, 1, 2, 3. Ach. Sie sind alle noch drin. Henry? Aha. Martin, ich geb's zu, das ist mein Karamell. Ich hab's dir an den Kopf geworfen und verdiene jetzt eine Ohrfeige. Hab ich recht? Keine Ahnung. Überleg doch mal. Dich mit Süßigkeiten zu bewerfen heißt, dass man keinen Respekt hat, meinst du nicht? Keine Ahnung. Verlass dich drauf, das ist so. Und wenn du mir jetzt eine reinhauen würdest, richtig fest und mir einen Zahn rausschlagen, wäre mir das egal. Ich schwöre. Keine Ahnung. Hat das funktioniert? Nein. Aber super Ballabwehr. Ein Zahn. Mehr will ich doch gar nicht. Operation Milchzahn kann losgehen. Henry, was machst du da? Was ich mache? Gar nichts. Ich hab was gehört in Peters Zimmer und hab nachgesehen. Ich will ja nicht, dass meinem kleinen Bruder was passiert. Verstehe. Und jetzt gehst du lieber wieder in dein Zimmer und schläfst endlich. Na gut. Zahnfee, mach schon mal deinen Geldbeutel auf. Wo ist mein Geld? Mama, Papa, Henry, die Zahnfee hat mir 2 ganze Euro dagelassen. Was? 2 Euro? Das ist nicht fair. Die Zahnfee hat mich ausgetrickst. Mama? Ja, Henry? Angenommen, jemandem wäre ein Zahn rausgefallen, aber er verliert ihn. Und deshalb lag er nicht unter seinem Kopfkissen. Vielleicht lag er sogar unter dem Kopfkissen von jemand anders. Würde er trotzdem Geld von der Zahnfee kriegen? Willst du mir irgendetwas sagen, Henry? Nein, nein, wollt's nur wissen. Rein hypothetisch, meine ich, weißt du? Hypothetisch. Und ich glaube, die Zahnfee würde wissen, wer einen Zahn verloren hat. Wie denn? Weil derjenige eine Zahnlücke hätte. Eine Zahnlücke? Ach ja, genau. Ich muss los. Henry! Du hast dir ja einen blöden Sitzplatz ausgesucht. Henry, wenn du mich besuchen willst, dann klingel gefälligst an der Haustür. Dann muss ich dir nicht aufmachen. Das ist ein Notfall. Ich brauche deine Zähne. Hä? Dein Vampirgebiss von deinem Dracula-Kostüm. Und zwar sofort. Ach, und was kriege ich als Gegenleistung? Als Gegenleistung? It's so easy being me. I'm mal, eine Waldtaube. Gehen wir, Henry. Du kannst mich nicht dazu zwingen. Na schön, aber bei jedem Schritt, den du nicht mitgehst, ziehe ich dir 5 Cent von deinem Taschengeld ab. 5 Cent weniger, 10 Cent weniger, 15 Cent weniger, 20 Cent weniger. Und dafür muss ich den Rapper Zapper Marathon verpassen? Thank you.
Die sieht man nur ganz, ganz selten. Oh, du hast ihn verpasst. Und wenn schon, schwer zu überleben. Mama, Henry hat mir mein Fernglas weggenommen. Henry, gib's ihm zurück. Oh, ich kann gar nichts sehen. Riecht mal die frische Luft. Ich riech nur etwas, das stinkt. Hättest du nicht warten können, Peter? Mama, sag Henry, dass ich nicht stinke. Hör sofort auf damit, Henry. Weißt du was, Henry? Such mit Peter doch etwas für seinen Biologieunterricht. Genau. Aber das ist doch ein Wespennest. Die stechen doch, oder? Nicht, wenn man ihnen was vorsingt. Sowas hat keiner. Dann kriegst du bestimmt eine ganz tolle Note. Oh. Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous. Sing, Peter, dormez-vous. Sonne le matine, sonne le matine. Peter, komm von dem Wespennest weg. Schon gut, Papa. Ich sing ihnen was vor. Henry hat gesagt, dann stechen sie nicht. Sonne le matine. Peter, nicht. Natürlich stechen sie. Komm jetzt da runter. Wie kannst du nur so etwas Schreckliches tun, Henry? Papa wollte doch, dass ich ihm etwas für den Biologieunterricht suche. Und das habe ich gemacht. Etwas Ungefährliches. Oh, davon hat er aber nichts gesagt. Los, Henry, gehen wir zum Teich. Das ist es. Genau. Je schneller wir an dem blöden Teich sind, desto schneller kann ich zu Hause Rapper Zappa sehen. Juhu, schneller, das macht Spaß. So gefällst du mir schon besser, Henry. Hui, ab zum Teich. Oh, Brennnessel. Na los, du Schlafmütze. Der Letzte am Teich ist dein lahmer Esel. It's so easy being me. I'm Ich hab das Gefühl, dir winkt schon der nächste Stern, Peter. Tja, dein Zimmer sieht ja sehr ordentlich aus, Henry. Stern? Aber was ist das für ein Gestank? Oh, oh nein! Oh. Hey, die habe ich mir extra aufgehoben. Zweiten Tag hat Henry leider immer noch keinen Stern. Aber der perfekte Peter hat schon zwei. Was machst du da, Henry? Ich dachte, meine Vorhänge könnten mal gewaschen werden. Ich bin beeindruckt, Henry. Was macht der denn da drin? Keine Bewegung, du Zwerg. Betreten verboten. Aber ich brauch doch den Staubsauger. Das ist echt gemein. Tag 3. Und Peter hat nun schon 3 Sterne. Aber unser Henry steht immer noch in den Startlöchern. Ja. Juhu! Sieh mal an, was ich noch fand. Ja! Bald essen wir im Burgerschlemmerland. Das denkst du vielleicht. Jetzt wird er nervös. Aber um ganz sicher zu gehen, habe ich noch einen kleinen Plan. Peters Bild von dem lustigen Hippo hängt auf der anderen Seite dieser Wand. Und jetzt warte ich einfach. Oh, es ist alles absolut perfekt, Peter. Jetzt!
Denn von jeder Schule nimmt der Schüler, der bei diesem Test die höchste Punktzahl hat, automatisch beim Wettbewerb Schlaukopf des Jahres teil. Schlaukopf des Jahres? Der Gewinner bekommt einen nagelneuen Computer. Ein Computer? Meinen eigenen Computer? Wow! Du hast 100 Punkte, Henry? Wie ging denn das? Ich bin Henry, das Computergenie. Ist das wahr? Du nimmst als Schlaukopf des Jahres teil? Natürlich ist das wahr. Falls du mich brauchst, ich bin am Computer und lerne. Aber, ich darf doch heute an den Computer. Ha, jetzt nicht mehr, Zwerg. Ah! Oh nein! Ich bin der schreckliche Henry, Herrscher über die Galaxie. Henry, sei nicht so gemein. Wir sind sehr stolz auf dich. Aber da wir jetzt wissen, wie begabt du bist, erwarten wir von dir auch ein viel besseres Verhalten. Ach ja? Ja. Und Peter? Henry braucht jetzt mehr Zeit am Computer und darauf werden wir alle ein bisschen Rücksicht nehmen müssen. Ja, Mama. Ja! Los, spiel mit! Henry, Henry! Meine Freunde wollen ein Autogramm von dir! Das Autogramm von einem Genie! Hä? Oh! Für meine Fans mache ich doch alles! Wow! Toll! Und jetzt verschwindet! Ein Genie braucht Zeit zum Nachdenken! Ja, oh, ist ja, gut, sicher! Okay, lass uns spielen! Henry! 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 Henry, warte doch mal! Wir bringen Geschenke, deinem genialen Superhirn zu Ehren. Geschenke? Ha, Geschenke finde ich gut. Aber ich brauche doch keine Brille. Alle großen Genies tragen doch Brillen. Ja, schon klar. Wow! Und du musst die hier tragen. Ha, niemals! Aber willst du denn nicht, dass alle gleich wissen, dass du ein Genie bist? Doch, eigentlich schon. Ha! Ein Buch? Na toll. Das ist das große Wissensbuch, weißt du? Oh, vielen Dank, aber ich muss jetzt los. Beat und ich spielen, wir führen ein Experiment durch. Es geht um, Fußball. Jetzt ist Henry auch einer von uns. Ja, Henry der Streber. Nein, bin ich nicht. Henry ist ein Streber. Ich bin kein Streber. Oh je, ich bin ein Streber. Würde ein Streber das machen? Unglaublich. Henry demonstriert uns das Gesetz der Schwerkraft. Seht euch das an. Und jetzt beweist er Einsteins Relativitätstheorie. Das Experiment verstehe ich nicht. Vor der großen Pause, hä? Perfekt. 3 Stunden nachsitzen, ist das alles? Tja, an dieser Schule herrscht keine Disziplin. Das ist das Problem. Setz dich dort drüben. Ja,
Henry, setz dich da drüben hin. Henry? Henry? Henry! Henry! Aber er hat mich geschubst. Ach ja? Ich hab nichts gesehen. Letzte Stunde vor der großen Pause. Chemie! Wart's nur ab. Ich hab den genialsten aller genialen Pläne. Darüber wird man noch ewig reden. Hey, Ruhe da hinten! Psst. Ich liebe Chemie. Jetzt seht alle genau zu. Was passiert, wenn man rote Farbe mit Wasser mischt? Du! Keine Ahnung. Das Wasser färbt sich rot? Richtig! Was hast du denn? Ich mag Rot nicht. Oh, schaut mal. Es ist einfach verschwunden. Vielleicht könnten Sie uns auch verschwinden lassen, Herr Fieser. Was redest du denn für einen Unsinn, Junge? Sehen Sie mal. Das dürfte gar nicht passieren. Herr Fieser, mir ist auf einmal ganz schwindelig. Ich krieg keine Luft. Mir wird schlecht. Luft, Mann, Luft. Ach, Himmel noch mal. Das ist doch nur Wasser. Wir wurden vergiftet. Herein! Was ist denn, Junge? Ein Päckchen für Sie, Herr Fieser. Was ist passiert? Wo ist meine Klasse? Ich glaube, sie haben sich alle in Frösche verwandelt. In Frösche? Nein, nein, das ist mir zu viel. In Frösche. Aber, Herr Fieser. Sehr merkwürdig. Nein, ich unterrichte nie wieder. Tja, sieht so aus, als hättest du es geschafft, Henry. Nein, Bert, wir haben es geschafft. Ja!